Dass wir in verrückten Zeiten leben, brauche ich euch nicht nochmal zu sagen, habe ich aber jetzt auch gemacht. Und diese verrückten Zeiten haben ja ihre guten Seiten, nämlich uns den Wahnsinn vor Augen führen, in den wir uns im Laufe der letzten Jahrzehnte extrem begeben haben. Die Hamsterräder, die überall stehen, in denen die Menschen sich bewegen. Und dieses System ist krank und darf aus meiner Sicht untergehen. Ja, es darf untergehen. Aber es ist wichtig, dass wir an die Stelle dessen etwas setzen, was menschlicher ist und die Potenziale, die überall sozusagen brach liegen, wieder zum Erblühen bringt. Und deswegen freue ich mich riesig, heute den Georg, genannt Bauchi Beres, hier in der Leitung zu haben, der sich frühzeitig auf den Weg gemacht hat, eine Vision der neuen Erde zu entwerfen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Ja, ich sage jetzt einfach Bauchi, du nennst dich ja auch gerne Bauchi. Bauchmensch. Ja, der Bauchmensch, Bauchmensch, natürlich, ja. Bauchmensch. Und ich habe gerade noch mal in der Vorbereitung auch gesehen, dass du schon 2008, 2009 mit Öff zusammen einen Personalausweis zurückgeben wolltest. Mhm. Aber man hat ihn nicht angenommen. Also Doch. Es ist ja tatsächlich so, dass der Rangniedrigste immer noch aber für dieses Ding arbeitet. Und am Ende kam dann tatsächlich so ein in orange gekleideter Kehrmann, der unsere Schnipsel dann aufgesammelt hat. Okay. Also das kann man eigentlich als angenommen. Also die haben es auf jeden Fall immer als angenommen akzeptiert. Gewertet. Okay. Bauchi, du bist Künstler. Lebenskünstler sowieso. Aber ja, ich habe auch gesehen, dass du malst und Musik machst. Mhm. Aber heute geht es vor allen Dingen darum, dass du eben dir sehr frühzeitig Gedanken gemacht hast, wie kann eine neue Gesellschaft aussehen? Wie kann eine neue Erde aussehen? Magst du vielleicht wenn es einen Turning Point gibt, also einen Moment in deinem Leben, wo du aus dem Normalen, wenn es denn das je gegeben hat für dich, umgeschaltet hast, gesagt so, nee, hier mache ich nicht mehr mit. Ich sehe zu, dass ich mich daran beteilige, etwas Neues aufzubauen, eine neue Art miteinander zu leben. Den hat es definitiv gegeben. Und das ist auch kein Geheimnis. Das ist, ich bin in der Klapse 30 geworden. Was bist du? Ich bin in der Klapse 30 geworden. Ah, okay. Das habe ich tatsächlich mit 2-3 Wochen, bevor ich 30 wurde, einliefern lassen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Weil ich einen Burnout hatte und dann noch einige andere Diagnosen bekommen habe, die auch zum damaligen Zeitpunkt definitiv zutreffend waren. Ja. Und da saß ich dann quasi so und dachte mir so, Alter, du hast da mal früher irgendwas hingeschrieben, was du mal werden willst, wenn du mal groß bist. Ja. Und jetzt bist du irgendwie groß. Wie groß willst du denn noch werden, bis du an den Punkt kommst? Und im Moment bist du da ganz, ganz weit weg schon. Ja, da stand nie, ich will Sozialfall werden und in der Klapse sitzen. Das war nicht der Traum meines Lebens, den ich als Kind hatte. Als Kind habe ich halt immer schon so diese, ne, ich wollte Schriftsteller werden und Künstler und Musiker und Architekt. Also letztendlich all diese Dinge, die ich heute tatsächlich bin, weil ich damals schon wusste, dass mich der Scheiß interessiert, irgendwie, keine Ahnung,
Ist halt so. Und also Architekt nämlich, also ich bin halt kein studierter Architekt, aber ich kann Häuser bauen. Ne? Und das haben wir dann zum Beispiel auch 2009 nach der Aktion mit dem Personalausweis zu schneiden, mit dem Öff halt im Wald auch schon mal angefangen, in der Nähe von Rinteln. Da hatten wir ein Privatgrundstück zur Verfügung gestellt bekommen, so eine schöne Lichtung mitten im Wald, wo wir dann angefangen, Erdhäuschen hinzubauen und sowas alles. An dem Tag, an dem das in die Bildzeitung gekommen ist, mussten wir dann allerdings dann auch wieder räumen. Hat den Behörden nicht so gut gefallen, dass wir anfangen, Leute zu zeigen, wie man innerhalb von 2 bis 4 Wochen winterfeste Behausungen bauen kann mit Zivilisationsabfällen. Da steht ein Fenster rum, was nicht mehr gebraucht wird. Also Müll eigentlich. Ne? Und ein bisschen Schweiß gehört auch dazu. Aber ich muss nicht 35 Jahre arbeiten gehen, um mein Haus zu bezahlen. Ne? Und das sind halt eben so Sachen, die dann halt eben den Obrigkeiten nicht unbedingt passen, wenn man sowas zeigt. Und das war aber auch genau das wieder. Das ist quasi für mich genau der riesengroße Unterschied zwischen der alten Welt, in die wir reingeboren wurden, und die neue, die wir uns erschaffen wollen. Diese neue Welt, die basiert auf Eigenständigkeit, auf wirklicher Souveränität. Das ist unser wahres Erbe. Das ist das Erbe, das unsere Ahnen uns hinterlassen haben. Das ist unsere Souveränität. Das ist die Fähigkeit, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und es auch zu leben. Und nicht in blindem Gehorsam irgendwelchen Leuten hinterher zu dackeln, die offensichtlich viel größeres Interesse an Geld, Macht, Status haben, als an unserem Wohlsein. So, und solchen Leuten kann ich dann logischerweise einfach gar nicht mehr folgen. Und das ist auch der Moment, das war so die Zeit um 30 rum, wo sich das dann bei mir, hat es dann irgendwann Klick gemacht und ich hatte halt eben, ich war am Boden. Aber am Boden weiß man, wo man sich hinstellen kann. Du kannst dich nicht hinstellen, lernen, auf eigenen Füßen zu laufen, wenn du irgendwo in der Luft hängst. Du musst am harten Boden der Realität anfangen. Und dann hast du eine Chance. Und ich denke, diese Chance, die haben wir alle und bekommen sie auch tatsächlich gerade ganz massiv immer mehr geboten, weil dieser Druck ja immer stärker wird und gerade halt tatsächlich auch immer mehr Leute auf dem harten Boden der Realität landen und merken, dass sie viel, viel, viel auf Luftschlösser gebaut haben. Luftschlösser gebaut haben, weil sie auf Dinge vertraut haben, die sich jetzt entpuppen als nicht so guter Baugrund. Das ist einfach, das ist logisch. Wenn also der Baugrund hat mit Freiheit zu tun. Ja, sie haben den Baugrund quasi außerhalb von sich gesehen. Ja. Ne? Sich selbst als Grundfeste. Ja, genau. Um Leben wahrzunehmen, die Anerkennung, den Status, das Diplom das Abitur und wie auch immer, also diese Identifikation mit Dingen, die von außen kamen. Und ich finde das gut, dass du auch die Klapse genannt hast, weil ich weiß, ja, auf guten Freunden, dass dieses in der Klapse, ja, sein, dass da die eigentlich Gesunden landen. Ja. Ja. Es sind halt die mit dieser Gesellschaft nicht zurechtkommen. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr stigmatisierend und auch sehr respektlos, diese Leute einfach als krank zu bezeichnen. Ja. Das System ist krank. Absolut. Und zwar hochgradig. Ja. Und du hast in deinem Vorherleben, wie hast du gelebt, was hast du da gemacht? Ich habe eine Schreinerausbildung gemacht. Schreiner? Mhm. War auch so gut, dass ich diese normalerweise 3-jährige Ausbildung in 2,5 Jahren fertig hatte. Es hat mir halt einfach nichts gebracht, weil ich 3 Jahre später von einem Amtsarzt einen Brief bekommen habe, in dem drin stand, dass ich als Schreiner nicht mehr arbeiten kann, weil ich mir bereits meine Knochen kaputt gearbeitet hatte. Und das dann halt nicht mehr ging. So, ich habe dann zuletzt auch als Schreiner dann tatsächlich nur noch einen Job als Möbelpacker bekommen und das mit damaligen 125 Kilo Lebendgewicht. Schleppst du mal im Schlafzimmer in 48 Einzelteilen in den 7. Stock rauf.
da weißt du, was du getan hast. Und dann fängst du dann erst an, das Ding aufzubauen. Ne? Ja. Und das sind halt einfach, das hat mir einfach die Knie und den Rücken kaputt gemacht. Und dann ging nichts mehr. Ich konnte keine Treppe mehr raufgehen. Und dann habe ich halt eben angefangen, Webdesign zu machen, habe über ein Jahr für die Deutsche Welle arbeiten dürfen, an deren damals neuer Webseite, die jetzt inzwischen auch schon wieder neu ist. Und habe dann angefangen zu tätowieren und hatte dann halt ein Tattoo-Studio. Und weil ich das dann ganz plötzlich wegen Schimmelbefall schließen musste, ist bei mir dann wirklich alles. Da ist alles gekippt und ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe dann irgendwie noch 2 Monate versucht, mich irgendwie zu retten. Und dann war wirklich der Tag da, wo ich sagte, ich kann nicht mehr, ich komme ohne Hilfe nicht weiter. Ich bin gerade nicht mehr eigenständig lebensfähig. Ja. Und du hast das Glück gehabt, in einer Klinik zu landen, die dich nicht nur einfach zugedopt haben, sondern dir den Raum gegeben haben, dass du wieder auf die Füße kommst? Das stimmt bedingt. Ich hatte das Glück damals, keine Ahnung, wo diese Geistesgegenwart herkam, aber ich habe damals Medikation verweigert, weil ich gesagt habe, ich trinke nicht, ich kiffe nicht mehr. Und dann möchte ich auch keine Tabletten nehmen, von denen ich dann jetzt abhängig werde und hinterher dann auch noch gucken muss, dass ich davon loskomme. Und das hat dann quasi ich war 6 Wochen auf Station und dann hätte man mich eigentlich entlassen können. Dann hatte ich aber keine Wohnung, sprich, die konnten mich nicht einfach in die Obdachlosigkeit entlassen. Und dann habe ich halt eben die Aufgabe gestellt bekommen, mir eine Wohnung zu suchen, quasi als Therapie. Und das hatte ich dann auch in 2 Wochen hinter, da habe ich die gehabt. Und für diese 2 Wochen musste ich dann allerdings vorher noch mal Tabletten nehmen, weil ich gesagt bekommen habe, dass das belegte Bett vor der Krankenkasse irgendwie rechtfertigt werden muss. Also das war gut, ne? Also 2 Wochen habe ich das genommen. 2 Wochen brauchst du normalerweise, um dich auf so einen Scheiß einzustellen. Und dann hat das aber überhaupt irgendwie, ich habe nur noch einen Schluck Wasser in der Ecke gehangen. Und dann habe ich das auch nach 2 Wochen einfach wieder abgesetzt, weil ich ja dann auch sowieso da raus war. Und damit fing das an, dass ich ganz bewusst angefangen habe, eigenständige Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen, die ich ja sowieso tragen muss, aber halt eben die Konsequenzen zu tragen für Entscheidungen, die ich selber getroffen habe. Und ich schwöre, seitdem ich das so handhabe, solange ich das so handhabe, ist ein Übungsprozess. Und das passiert immer wieder mal, dass es mal ausrutscht. So habe ich nichts bereut. Niemals. Ich musste niemals irgendwie bereuen, eine Konsequenz zu tragen für irgendwas, was ich vorher selber entschieden habe. Nicht einmal. Vor allen Dingen, seit ich dann auch angefangen habe, meinem Bauchgefühl wieder zu folgen und das als meine Autorität zu sehen. Das Bauchgefühl ist nicht irgendwie so ein Ding. Das hat jeder. Das ist, und das muss noch nicht mal jemand kaufen. Das kostet nichts. Das hat einfach jeder. Aber es ist auch jeder quasi dieser Indoktrination und dieser Konditionierung ausgesetzt, die letztendlich genau darauf ausgelegt ist, dass du nicht mehr deinem Bauchgefühl, nicht deiner natürlichen Autorität folgst, sondern wie machen wir? Dem konditionierten Verstand. Oh, ich kann das gut nachfühlen, denn ich habe das auch erst als fortgeschrittener Erwachsener lernen dürfen. Mhm. Ja, also dass man mit 18 oder 20 in der Lage ist, also in die Lage versetzt wurde, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja, verstandesmäßig schon. Aber die Konditionierung einschließlich unserer Glaubenssätze, ne? Also bei mir war es so, ich muss everybody's darling sein, also was kann ich tun, damit die anderen mich mögen. Und Identitätskrise kriegen, wenn du jemanden kennenlernst und der nicht sofort voll auf dich abfährt und du dir dann die Frage stellst, was stimmt mit mir nicht? Das ist so krank. Ja. Und das muss man verstehen. Die Motivation,
meines Handelns eben war, ja nicht, ja keine Fehler machen. Ne? Also bitteschön. Das war es ja bei mir auch. Ne? Die ganze Zeit versucht, mein Leben so zu leben, dass ich anderen gerecht werde. Und das war letztendlich das, was mich in die Klapse gebracht hat. Das hat mich selber nämlich total verschwinden lassen aus meinem Leben. Und deswegen fühlte ich mich logischerweise wie eine leere Hülle, weil von mir ja gar nichts mehr da drin war. Und dieser ganze andere Krempel, der da so reinkommt, das ist ja flüchtig. Das ist ja, das sind ja durchlaufende Posten in dir. Da kommt der, und dann ist das aktuell, dann kommt der, und dann ist auf einmal das aktuell. Aber dich selber als eine permanente Konstante bei dir zu tragen. Das ist mir damals, hatte ich das nicht. Und das musste ich mir wirklich erstmal wieder antrainieren. Und das war, also ich saß eben noch auf dem Klo und habe mir überlegt, ob ich das eine Odyssee nennen würde. Aber nein, eine Odyssee ist ja eigentlich ein beschwerlicher Weg. Und auch wenn das definitiv nicht immer, es war zwar, ich achte darauf, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, aber das ist nicht immer der leichteste Weg. Und auch nicht immer der kürzeste. Und er braucht viel Geduld und Ausdauer. Aber was ich da alles erlebt habe, geil, da würde ich doch im Leben nicht mehr darauf verzichten wollen. Was ich mir inzwischen erarbeitet habe, ist, dass ich irgendwann hoffentlich mal meinen eigenen Kindern und Enkelkindern, aber im Notfall halt auch einfach irgendwelchen anderen, Geschichten erzählen kann, die ich selber erlebt habe. Und nicht nur fast mal erlebt habe und auch nicht die andere erlebt haben, sondern die ich erlebt habe. Und das ist was, dessen Wert ich niemandem klar machen kann, der das nicht kennt. Also, das versteht man nicht, wenn man das nicht hat. Ich denke mal, wir haben durch die Entfremdung auch von der Natur und von unserer Natur immer secondhand gelebt sozusagen und die Dramen da draußen zu unseren eigenen gemacht. Also wenn ich jetzt so die Gazetten sehe, ne, diese gelb-rot, also immer wieder gelb-rot, Bild der Frau oder wie sie alle heißen, da werden ja die Dramen der Königshäuser und der Stars aufbereitet. Als ob das irgendeine Bewandtnis für uns hätte. Ja, weil die Menschen nichts mehr erleben. Also in dem Sinne und auch gar keine Zeit haben, wenn sie mal was erleben, das zur Erfahrung werden zu lassen. Für Erfahrung brauchst du Zeit zum Nachfühlen. Ja, wie war das, als ich nach dem Verstand gegen mein Bauchgefühl gehandelt habe? Oh, ich habe da viele Beispiele, ja, wo ich bitter bereut habe, meinem Verstand gefolgt zu sein und nicht meiner Intuition. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das in den letzten 10 Jahren deutlich zugenommen habe, dass ich meinem Bauch oder meiner Intuition folge. Genau. Auch wenn ich jetzt jemanden, ne, der mich zu seinem Geburtstag eingeladen, jetzt kürzlich, ja, ich merke, ich brauche viel mehr Zeit für mich. Ja, ich schlafe im Moment auch unglaublich viel, geht aber auch nicht bei mir so. Und ich habe gesagt, du, es wäre jetzt eine Pflicht. Nein, das tue ich dir auch nicht an. Ja, sondern dann lass uns das in einem anderen Rahmen nachholen. Aber ich tue es, dieses, was ich tue es für dich, ne? Weil das haben wir früher, ja, ich habe es für dich getan. Ja, aber das ist doch letztendlich Falschgeld. Es ist auch letztendlich ein Trugschluss. Ja. Egal, was ich vermeintlich für dich tue, tue ich immer noch für mich. Genau, also, wenn ich es nicht für mich tun kann. Dankbar dafür bist und ich vielleicht was gut bei dir habe. Immer. Also das ist eine der ersten Dinge gewesen, die mir dann klar geworden sind, dass egal, was ich jemals für andere getan habe, dass das nicht stimmt. Jedes Mal hatte ich selber was davon oder hat mir zumindest etwas davon versprochen. Die Enttäuschungen kamen mir dann immer auf, wenn er nicht zurückkam. Und so, ne? Und das ist aber auch das, was bei mir mittlerweile überhaupt gar nicht mehr nötig ist. Weil ich das, was ich, entweder macht mir was Spaß und dann mache ich es, weil es mir Spaß macht. Und dann freue ich mich, wenn da jemand anders was von hat. Oder es macht mir gerade keinen Spaß, respektive
es nervt auch noch oder es schadet mir, es zu tun, dann mache ich das nicht. Egal, was es ist. So, jetzt können wieder Leute gucken, ja, du rauchst aber noch. Ja, ich rauche aber mit einer völlig anderen Einstellung. Für mich ist zum Beispiel diese, nee, das ist so ein typisches Ding, die meisten Leute wissen, was ein Placebo ist, können daraus auch ableiten, was ein Placebo-Effekt ist, wissen aber nichts vom Nocebo, der die gegenteilige Wirkung hat und nicht verstehen, dass sie nur durch etwas getötet werden können, von dem sie überzeugt sind, dass es sie auch töten kann. Ne? Und wer nicht weiß, was Nocebo ist, ihr habt das immer die ganze Zeit vor Augen, ihr müsst euch nur mal diese Dinger hier angucken. Ja. Das ist Nocebo, das ist, ne, derjenige, der raucht, soll das Gefühl haben, dass er was Schlechtes tut. Und das hat genau diese Auswirkungen. Und die Pharmaindustrie arbeitet ganz eng zusammen mit der Tabakindustrie und so schaffen die Kundschaft. Und ich sage explizit nicht Patienten, weil die meisten Leute eigentlich gar keine Patienten in dem Sinn sind, weil sie gar nicht tatsächlich was haben, sondern sich lediglich einbilden, was zu haben. Aber wenn die dann auch noch dem Arzt vertrauen, der dann so, ja, genau, das ist das und das und die Diagnose dann auch noch verfesselt, dann hängst du da drin. Und dann stirbst du gegebenenfalls daran. Ja, wenn diese Sachen klar sind, gehe ich natürlich völlig anders mit denen um. Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass ich mir mit jeder Zigarette, die ich rauche, was Gutes tue, würde ich nicht rauchen. Und wenn ich gerade den Eindruck habe, ich habe zu viel, hier liegt noch eine halbe, warum? Und ich baue mir die immer mit diesen Tütchen-Dingern, damit ich genau das machen kann. Sie einfach weglegen, wenn ich gerade genug Nikotin habe. Mhm. Diese Maßlosigkeit, die geht auch irgendwann ein bisschen flöten und du fängst an, einfach auf den Moment bezogen viel bewusster mit Dingen umzugehen. Also wir sind im Moment ja, gerade erleben wir eine Sturmflut von Nocebos, auch im sogenannten alternativen Medienbereich. Ne, das heißt jetzt die Spikes, ne, also jetzt haben die Geimpften sind die Gefahr und also Hammer, Nocebo, ich werde schaden, ja, und da ist jemand in einem Gefriercontainer erfroren, also tot durch Erfrieren, der nachweislich nicht angeschaltet war. Genau. Ja, weil seine Überzeugung, so wie du es eben gesagt hast, seine Überzeugung war, ich bin jetzt die Tür ist zu, ich bin hier eingesperrt in einem Gefriercontainer. Also hat sein Bewusstsein oder Unterbewusstsein dafür gesorgt, dass er Symptome ausbildet wie beim Erfrieren und ist daran dann gestorben. Und davon sind wir also praktisch sind wir mittendrin, ja, also Kopf über. So. Und jetzt dem entgegenzusetzen, was tut mir gut? Mhm. Was tut mir gut jetzt? Tut mir das gut, dass ich etwas, was ich zugesagt habe, jetzt erstmal zurücknehmen muss? Also wie die Zusage zum Geburtstag zu gehen. Ja, tut mir das gut? Nein, das tut mir nicht gut. Es macht mir im Moment Stress. Ja, ne, die Fahrt dahin und so weiter. Allein die Vorstellung und das muss Freundschaft aushalten. Und wenn sie es nicht aushielte, wäre es keine Freundschaft. Ja, wenn ich mein Befinden so äußern kann, es ist mir zu viel im Moment. Ja, also was tut mir gut? Du hast ja, ich wechsle jetzt nicht das Thema, aber du hast im letzten Jahr ein bisschen für Furore gesorgt, dass du die ehemalige Finca, obwohl er sagte, er besäße gar keine Finca auf Mallorca, von Boris Becker mal besetzt hast, um diesem Verfall, der ne, da vor sich ging, entgegenzuwirken. Und bist halt durch die Gazetten gegangen und irgendwie Stern-TV, glaube ich, war oder RTL habe ich jedenfalls auch gesehen. Bild-Zeitung hat auch darüber berichtet. Und da fand ich dieses kurze Statement, was du gesagt hast, mit der Schönheit. Eine neue Erde kann aus meiner Sicht nichts anderes sein, ja, als dass wir wieder Schönheit
schaffen. So wie unsere Altvorderen, ja, ich bin jetzt mit Rai Garbe neulich durch die Stadt gegangen, hier in Leipzig. Da hatten wir also diese sogenannten klassizistischen Bauten und da das Plattenbau, ja, aus den 70er, 80er Jahren an Hässlichkeit nicht zu überbieten. Ja, was macht das mit uns, wenn wir Hässlichkeit anschauen? Oder diese elende Teckerei hier, also Sprüherei an den Hauswänden, an wunderschönen Hauswänden, wird all das nur hässlich. So. Kann ich da sagen, dass was heißt Konzept, aber die Vision der neuen Erde ein wesentliches Moment ist, dass wir wieder Schönheit schaffen, weil wir eigentlich alle schön sind? Ja, kann man durchaus so ausdrücken, finde ich. Schön und lebenswert sind für mich so die zwei Attribute, die da irgendwie mit einspielen. Wenn für mich, also das ist es schön, ist es lebenswert, ist es erlebenswert? Und wenn nicht, drehe ich mich um und mache was anderes. Und genau so, ne, und das genau so funktioniert das halt. Das ist Logik. Wenn ich das nicht mache, dafür aber das, dann passiert das. Das ist das, was ich vielen Menschen auch einfach versuche zu vermitteln. Wenn du morgens zur Arbeit gehst und abends zurückkommst, dann hast du das erlebt, was du für Arbeit erlebt hast. In der Regel hast du dabei irgendwelche Träume anderer Leute umgesetzt. Wenn du statt zur Arbeit zu gehen, deinen Träumen nicht hinterherläufst, sondern sie lebst, dann hast du am Ende des Tages das erlebt. Und dann, ich kann sterben. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich habe keine Angst davor, irgendwas zu verpassen oder was verpasst zu haben, weil ich aber mittlerweile 17 Jahre auf dem Konto habe, wo ich sehr zufrieden mit mir selber sein kann und sagen kann, wenn ich denn gehen muss, Alter, hast du geil gemacht. Ich bin endlich zufrieden mit mir selber auch dadurch. Und in meinem Leben, wenn da zwischendurch Sachen anders laufen könnten. Das ist, ne, aber dann guckst du eben, das ist für mich ist das alles wie ein Spiel, wie in einem Computerspiel. Ist was nicht so, wie ich es gerne hätte, gucke ich, wo ich die Lösung finde, um es anders machen zu können. Und dabei ist der materielle Besitz eher sekundär. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Immer. Also da triffst du dich ja mit der neuen Weltordnung, ne, die also vom World Economic Forum, die da 2030 dann You won't own nothing. Nur ist das bei denen um einiges teurer, als ich mir das vorstelle. Ne? Also in meiner Wahrnehmung hat dieser Nichtbesitz einen ganz anderen Stellungswert. Also in 2020. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt 2020, die neue Erde. Das Entschuldigung, ja, das ist meine, ja. 2020, die neue Erde, habe ich geschrieben, dass es da halt eben so Rot-Grün-Schieber gibt an den Häusern, an Autos, an allem, was so zur Verfügung steht. Und Rot bedeutet, es besetzt, braucht gerade jemand, auch wenn er es gerade nicht benutzt, aber er braucht es in Kürze wieder. Ja. Und alles andere ist auf Grün gestellt. Und dadurch wird einfach wir teilen halt einfach, es gehört schon uns, aber uns allen. Und natürlich habe ich meine eigene Zahnbürste, meine eigene Unterbuchse, wenn ich die haben will, oder halt eben auch ein eigenes Haus. Aber wenn ich es nicht mehr brauche, vor allen Dingen das Haus, die Zahnbürste, die Unterbuchse, die schmeiße ich vielleicht dann irgendwann weg oder so. Vielleicht will die auch noch jemand haben. Es gibt ja Sammler für alles. So, ne? Aber du weißt, was ich meine. Die Sachen, die danach noch brauchbar sind, wenn ich sie nicht mehr brauche, die werden dann gar nicht erst bei eBay eingestellt oder sonst irgendwas. Die werden auf grün geschaltet und jeder, der dran vorbeikommt und sagt, geil, hab ich noch gesucht. Habe ich gestern noch von geredet, jetzt steht's da. Es würde so viele Wunder geben in dieser Welt, das kann man sich hier in dieser kaum vorstellen. Ich habe hier vor meinem Laden habe ich eine Fensterbank. Du glaubst gar nicht, was da alles schon in andere Hände gegangen ist. Mhm. Das ist aber hier auch in Leipzig gang und gäbe, dass die Menschen nicht bei eBay verticken. Ja, und also
für ein paar Euro ihre Lebenszeit sozusagen aus meiner Sicht vergeuden. Statt ich einfach, ja, ich bekomme von da geschenkt und schenke nach da weiter. Ne, der FF hat ja auch propagiert ja eine des Schenkens, des Teilens. Ja. Aber das ist eben ganz was anderes als das Welt. Verzichten müssen auf irgendwas. Ja. Dieses Schenken, dieses Teilen hat nämlich tatsächlich in keinster Weise mit irgendeinem Verzicht zu tun. Und das kann ich mittlerweile aus jahrelanger Praxis heraus sagen. Es ist tatsächlich so, wenn ich irgendwas habe, was ich nicht mehr brauche und es anfängt, mir Platz wegzunehmen, was natürlich für mich in meinem Leben im Wohnmobil immer sehr schnell auffällt. Ich habe einfach keinen Platz für Dinge, die schön aussehen, aber ich nicht brauchen kann. So, ne? Oder einfach ganz lange einfach nicht genutzt habe. Und wenn ich dann mitbekomme, jemand kann das brauchen, da denke ich schon überhaupt gar nicht nach, da machen meine Hände automatisch diesen hier. Ja. Genauso wie wenn ich was brauche, ich nicht als erstes in den Laden renne und mir das nächste neue Ding aus dem Regal greife, sondern erstmal gucke, ob nicht irgendjemand das noch rumstehen hat. Und dabei sage ich noch nicht mal, dass das alles geschenkt haben will. Das wird mir oft so ausgelegt. Wenn ich nach irgendwelchen Sachen frage, denken die Leute, ich will das geschenkt haben. Nee, ich bekomme das einfach sehr oft geschenkt. Das ist richtig, weil die Leute sagen, ich bin froh, dass es weg ist. Ja. Ne, das ist für mich schon Bezahlung genug, dass ich es hier nicht mehr rumstehen habe. Aber das ist nicht, ich bezahle auch dafür, aber ich bezahle lieber dich, wenn du irgendwas hast, was du nicht mehr brauchst, ich aber brauchen kann, als dass ich in irgendeinen Laden gehe und meine Kohle dahin stecke. Wobei der Laden ist. Kleine Änderungen, die man in seinem Leben machen kann, die einen immens großen Unterschied ausmachen. Ich denke natürlich jetzt auch gerade an den Ladenbesitzer, ja, der ja auch eine Familie vielleicht ernähren muss. Aber ich denke, auch da darf sich etwas verändern wieder. Ja, Läden werden demnächst dann, es wird auch keine Ladenbesitzer mehr geben, wenn es keinen Besitz mehr gibt. Besitz ist tatsächlich eine sehr dumme Idee. Und es ist auch eine Idee, die nicht unsere war. Das, als wir früher noch in Gemeinschaften gelebt haben, da waren Dinge gemeinschaftlich da und zur Verfügung. Das Wort interessierte nicht, wem das jetzt gehört. Das ist wieder was das Establishment, also ich nenne es die Energievampire, weil mein letztes Buch hat eben mit Energievampirismus zu tun und wie man sich dagegen schützen kann. Jetzt habe ich einen Faden verloren, weil ich mich daran erinnere, dass ich gestern noch eine solche Erfahrung hatte. Das Besitz, also das in der Gemeinschaft. Also Besitz ist definitiv nicht unsere Idee gewesen. Aber Verantwortung. Ich glaube, also ich komme aus einem Dorf, da gab es viele Buschens, also mit Nachname Busche. Mhm. Und so ein alter Dorflehrer hat das mal zusammengetragen, woher eigentlich diese Namen kommen und so, dass um das Dorf eine Hecke als Verteidigung, also eine Dornenhecke und so. Und wie der Wall im gallischen Dorf. So, und um diese Hecke haben sich die Buschen gekümmert. Das heißt also, es gab schon Verantwortlichkeiten. Ja. Ja? Ja. Verantwortlichkeiten, dass die Dinge in Ordnung blieben, ja, genau. Die Allgemeinheit bedeuten. Das Wort Allmende fragt einen 16-Jährigen, 20-Jährigen, ja vielleicht auch einen, ne, 30-Jährigen, ob er schon mal von dem Wort oder dem Begriff Allmende gehört hat. 40 und du musst es mir wirklich gerade erklären, bitte. Ja, Allmende ist der Gemeinbesitz. Ah. Das ist, ja, also... So wie in der Kolchose. Nein, einfach Allmende heißt, also das Land gehört uns allen. Ja, also gehört in dem Sinne denen, die es bebauen. Mhm. Ja, und bewirtschaftet. Kann nicht verschachert werden. Ja, ja, und das gilt selbst im Alten Testament, ist da von der Nachhala die Rede, die nicht verkauft werden kann in dem Sinne. Ja, vererbt, ne, für den, der es nutzt. Aber nicht verkauft, ja, die Nachhala. Weil auch einem Indianer wäre das völlig
unsinnig, Mutter Erde zu verkaufen, ja, die uns nicht gehört. Ja? Also dieses ganze Immobilienwesen und Spekulationen und was, ne, Herr Gates jetzt Rieseländer Rheinler aufkauft oder die Chinesen in Afrika oder sonst was. Das in Deutschland. Eigentlich, ja, und in Deutschland. Helder, sonst hören alle nicht mehr uns. Es ist nicht, nicht zu fassen. Mhm. So. Natürlich könnte jetzt der geneigte Zuhörer sagen, ja, aber wie sollen solche Machtkonstrukte von heute auf morgen verschwinden? Habe ich eine Idee? Ja, genau. Du bist ja auch ein Büro, ne? Kommen wir gleich zu. Durch die Bild-Zeitung. Aber also um das kurz zu machen, als Musiker nenne ich mich Guru Bauchi. Meine Bücher schreibe ich als Jesus Urlauber, meine Bilder male ich als Darth Bauch. Und das, also Guru ist bei mir relativ. Ich habe allerdings natürlich auch eine eigene Sekte, die Flotology. Und da ist halt eben Sinn, dass jeder sein eigener Guru ist. Also da bin ich auch nicht der Oberguru oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach, ich habe das einfach als Raum geschaffen, in dem man sich als eigenständige Menschen mit anderen eigenständigen Menschen treffen und austauschen kann. Worauf wollten wir eigentlich gerade hin? Achso, du hast die Frage gestellt, wie das verschwinden kann. Genau, wir haben... Da steht ja deutlicher, dass Machtstrukturen, also von finanzieller Macht, die ja unvorstellbar ist, also in Privathänden weit mehr als die Europäische Union zusammen, ja, an Bruttosozialprodukt hat oder Bruttoinlandsprodukt, wie auch immer. Wie kann denn so etwas verschwinden? Da sind wir doch kleine Fische und haben wir doch gar keine Macht. Wir sind doch da. Ja, das ist das Bild, was wir von uns haben. Wir denken immer, wir hätten keine Macht. Dabei sind wir es, die Macht haben, jeden Tag all das passieren zu lassen, was passiert. Dumm ist, dass wir das im Gehorsam tun und uns von anderen Leuten diktieren zu lassen, was diese Hände tun. Und das, was diese Hände tun, jeden Tag, ist das, was passiert. Da muss man, das ist keine abstruse Idee, da kann man sich bei zugucken. Ja, man kann sich anfangen, selber zu beobachten, und was machen eigentlich meine Hände und warum? Je mehr Leute das tun, desto weniger wird das andere verschwinden, weil automatisch nämlich das Notwendige, wirklich Notwendige passiert, das uns aus der Not heraushilft, nämlich, dass wir anfangen, die zu ignorieren, die es tatsächlich sowieso nur mit Waffengewalt und Angsteinflößung schaffen, uns in Schach zu halten. So, und wenn da halt mal man könnte das sehr, sehr verkürzen, indem man zum Beispiel die Mainstream-Medien nutzen würde, um diese Welt zu installieren. Ich erinnere daran, dass es 2001 an einem einzigen Tag gelungen ist, den Krieg gegen den Terror zu installieren. Bam, war der da. Boom, wir sind immer noch drin. Und wer hat den Krieg gegen den Terror gewonnen? Der Terror. Wer hat den Krieg gegen die Drogen gewonnen? Die Drogen. Ja, also es gewinnt immer derjenige, gegen den Krieg führst. Deswegen, auch das ist eigentlich bescheuert, immer in diesem Kampfmodus zu sein, weil uns auch das ja ständig behindert und einschränkt und stresst vor allen Dingen. Und das alles nur, weil wir die nicht ignorieren, weil wir umsetzen, was die vorgeben. Deswegen bringt es nichts, auf die Politiker zu zeigen und sagen, die sind schuld. Nee, nein, der Finger, der zeigt nach da und drei zu dir zurück. Du bist der doof, der das einfach umsetzt. Und nur deswegen passiert es. Die Frau Merkel könnte erzählen, was sie wollte. Wenn es keinen interessieren würde, würde nichts davon passieren. Gar nichts. Da kann man sich die in einem stillen Kämmerchen oder vielleicht auch mal eine Klapse zu. Ich würde ja sagen, die Frau würde da eventuell auch ein wenig mehr zu sich selbst zurückfinden. Wäre vielleicht auch für die Frau Merkel gar keine so bekloppte Idee, sich mal 2-3 Monate in eine solche Klinik zu bewegen.
ist aber nicht mein Bier, ist ihr Bier. Deswegen, ne, ich kann bestenfalls die Ideen in die Welt setzen, was sie daraus macht. Auf Zwang würde ich genauso sagen, bringt das gar nichts, die jetzt in eine Klapse zu setzen und zwangs einzuweisen, da wird sie nichts von haben. Sie muss selber auf den an den Punkt kommen, wo sie sagt, ich muss was ändern. Und zwar nicht im Leben anderer, sondern in meinem Leben. Und dann kommen wir wieder so auf dieses Ding mit der Eigenverantwortung. Was bedeutet das eigentlich? Ich bekomme immer wieder, inklusive meiner Eltern, vorgeworfen, ich hätte ja für nichts die Verantwortung zu tragen. Solche Sprüche kommen von Leuten, die nie gelernt haben, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und ständig damit beschäftigt, weil sie glauben, sie seien für andere verantwortlich, denen ständig ins Leben pfuschen, es nicht sein lassen zu können, die ganze Zeit sich anderswo einzumischen. Und das ist der Zustand, mit dem wir hier zu tun haben. Und das ist das, wodurch wir durch unser eigenes Verhalten uns unser Leben so schwer machen. Wenn die Leute zum Beispiel alleine wüssten, wie sie durch ihre antrainierte Sprache sich den ganzen Tag verfluchen. Sich selbst. Ja, sich selbst. Indem sie sich kleinreden. So Sachen wie, dass es Mode geworden ist, du machst was. Und ich sage aus voller Dankbarkeit, danke. Nicht, weil man das so sagt, sondern weil ich das empfinde. Und dann kommst du mit, nicht dafür. Boom, machst du sofort in einem die ganze Magie kaputt. Nicht nur, dass du so doof bist, die Magie der Dankbarkeit abzulehnen, wie kann man so eine Schugge sein? Ja, so eine Schugge kann man einfach sein, indem man quatscht, wie das alle tun. Ich habe das früher auch gesagt. Ich habe früher auch gesagt, ach, nicht dafür, weil das hat ja irgendwie so, hey, ich, boom, doof, wirklich. Also das ist ein Stapel von Brettern vor meinem Kopf irgendwann weggefallen, als ich mir gesagt habe, Alter, was bist du für ein Hornochse? Im Holländischen sagt man Chachredan. Chachedan. Gern geschehen. Schön, ja, finde ich auch. Und ein ja. Placer ist in, ja. in, im Spanischen halt eben. Wie heißt das? De nada ist... De nada ist, das, de nada das ist Inhalten für nichts. Genau, ne, das ist es halt eben wieder. Ne? Genau. De nada habe ich halt eben, sagt jeder. Aber als ich Spanisch gelernt habe, habe ich gesagt, will ich aber nicht sagen. Gibt es da nicht eine andere Umschreibung? Und bekam halt dieses un placer. Und ein Vergnügen ist, ich ja. mach's mit Vergnügen. Ich freue ja. mich darüber, dass du dich freust. Und da entsteht eine gemeinsame Energie, in der man zusammen badet und zusammen genießen kann. Und diese Pools, die müssen wir uns wieder schaffen, wo wir zwischenmenschlich Energieräume schaffen, in denen wir uns wohlfühlen können, wie Blauwale, die 20 Meter Anlauf nehmen, um aus dem Wasser zu springen und sich die Wissenschaft fragt, warum machen die das? Und jeder, der sich das anguckt, der sagt, ey, Alter, der hat einfach Spaß. Das ist ein Ausdruck von Lebensfreude. Aber das kann man natürlich als ein Wissenschaftler, der Lebensfreude nie kennengelernt hat, nicht verstehen. Ich glaube, Lebensfreude ist für viele ein Fremdwort. Mhm. Ja, da gibt es dann irgendwie Parks, in denen man Spaß haben kann. Ja. Ja, oder irgendwelche Events, für die ja. man teuer bezahlen wird, das, wo sie sich dann drauf freuen, auf den Spaß. Aber Lebensfreude, ja. so wie du das eben so beschrieben hast, dieses gemeinsam Baden in einem Gefühl des, ja, kann man sagen, eins sein oder also diese tiefe innere Verbundenheit, wird es ausreichen, das zum Kippen zu bringen? Also der Energie der Aufmerksamkeit, da sind wir schon als ein Punkt, hast du gesagt, solange die sozusagen gegen sie kämpfen oder ihnen gehorchen oder was weiß ich, sie anprangern, geben wir denen ja Energie, diesem System, dem alten genau. System. Genau, deswegen haben wir so wenig. Würdest du, du hast auch die Geduld angesprochen am Anfang, dass du ein geduldiger Mensch geworden bist. Und Geduld, sagt Bruce Lee, ist kein passives Abwarten, sondern konzentrierte Stärke. Ja, ne, ja. die Zeit, die ja. vergeht, bis das, was ich gerne hätte und auf das ich geduldig warten muss, das liegt bei mir quasi
mit auf dem Schreibtisch, aber nicht vorne im aktiven Arbeitsbereich. Im aktiven Arbeitsbereich liegt immer und grundsätzlich etwas, an dem ich auch gerade weiterkomme. Wenn ich, das bringt mir nichts, mir irgendwas da vorne hinzulegen, wenn ich es gerade nicht bearbeiten kann, weil mir zum Beispiel ein bestimmtes Werkzeug fehlt. Also schiebe ich das rüber, behalte es im Auge, weiß aber auch, nach was für einem Werkzeug ich suche, damit ich das weitermachen kann. Und wenn ich das dann habe, dann kommt das wieder in den aktiven Bereich und dann arbeite ich daran weiter. Das ist eigentlich eine völlig logische Herangehensweise, die halt eben nur viele mit ihrem Leben nicht so handhaben. Die sind sehr oft damit beschäftigt, also ich bin ja auch Gamer, ne, und On-Mind-Gamer, zocke auf der Kopfkonsole, da steht halt auch in 2020 sehr viel drüber drin. Real Life Playing halt. Wenn ich mir das dann angucke, so, das würde kein Gamer machen im Spiel. Das Inventar aufrufen und dann anfangen, darüber abzukotzen, was da nicht drin ist. Du rufst das Inventar auf und guckst, da siehst du vielleicht, was nicht drin ist. Aber dann machst du dir auch schon Gedanken, wie bekomme ich das da rein? Und dann gehst du das spielerisch an und guck mal, das hilft mir, das hilft mir, das mir. Und dann muss ich mir da das suchen, dann kann ich das craften und dann habe ich das. Und kann es nutzen und kann damit wieder neue Sachen ausmachen. Aber das macht der Mensch in der Regel in unserer Gesellschaft nicht. Die gucken sich in ihr Inventar an und dann kriegen die Depressionen darüber, dass da irgendwas nicht drin ist. Warum? Wo kommt das her? Da habe ich immer noch nicht so ganz begriffen. Aber ich bin mir sicher, auch das ist wieder Auswirkung dieses Systems, das uns quasi vor allem die ganze Zeit vermittelt, du musst jetzt irgendwas tun. Wenn du gerade nicht irgendwas tust, bist du wertlos. Ey, ich habe auf Mallorca 3 Tage auf meinem Felsen gesessen. 3 Tage, als diese Anwandlung in mir aus Geldmangel, der sich ankündigte, dass ich jetzt irgendwie... Scheiße, jetzt habe ich bald schon wieder keine Kohle mehr und hatte aber auch keine Aufträge. Und, so. Und dann, ja, du musst ja jetzt was machen. Da, boom, da ich, aber da ich es ja schon das Gegenteil kannte, halt die Zeiten ohne diesen Gedanken, was tun zu müssen, habe ich halt sofort gemerkt, wie der kam. Und dann habe ich mich 3 Tage, also ich habe gesagt, setz mich jetzt da so lange hin, bis das weg ist. Ich habe 3 verdammte Tage da gesessen, habe die Bucht von Palma mir angeguckt, bis ich wieder Ruhe in mir gefunden hatte, mir keine Sorgen machte, zurück in meinen Bus ging, mein WhatsApp aufgemacht habe und eine Anfrage vom Kumpel da war, kannst du mir morgen auf der Baustelle helfen? Das Ding ist, die Materie interessiert das einen Scheißdreck, ob ich mir gerade einen riesen Kopf darüber mache, wie die Materie aussieht oder nicht. In dem Moment, wenn ich da unzufrieden, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt was tun und auf Teufel komm raus, irgendwas tue, dann bedeutet das nicht ansatzweise, dass irgendetwas schneller dann auch wirklich da wäre zu tun. Die 3 Tage hätte ich dann auch jetzt halt mich bekloppt machen können. Das Endergebnis wäre dasselbe gewesen. An dem einen Abend hätte ich die Nachricht von meinem Freund mit der Bitte um Hilfe bekommen. Also so habe ich, das sind so Beispiele für mich, wie ich sage, so lässt sich das Leben definitiv besser genießen. Wenn man gewisse Sachen mal ein bisschen trainiert und gelernt hat, dann werden die geläufig und dann stecken die auch an. Dann merken auch auf einmal andere, hör mal, du bist irgendwie, hast du dich verändert, du bist irgendwie ruhiger, angenehmer, zufriedener. Wie kriege ich das? Und dann kannst du denen das erzählen. Dann hast du auch offenen Zugang zu denen. Dann interessiert die das nämlich. Aber rumzulaufen und zu missionieren und meine Weisheiten an irgendwem aufzudrängen, das bringt überhaupt gar nichts. Weder mir noch irgendjemand anderen. Ich versuche mal zusammenzufassen. Also wenigstens die Punkte, die jetzt hängen geblieben sind. Weil meine Frage war, wie können wir ein solch, also was die Finanzen angeht, ja, machtvolles System aushebeln. Und ja, mein Ansatz ist tatsächlich auch, nur indem jeder Einzelne Verantwortung übernimmt, jeder Einzelne sich täglich fragt, ist das, was ich tue, wirklich das, was ich tun will? Dass ich mir erlaube, wieder die Lebensfreude in den Fokus zu stellen, in meinen Fokus. Das ist auch ein erlaube, wichtiges Wort. Ich ja. Mir erlaube. Ich. Erlaube. Ich bin derjenige, der erlaubt. Und ich bin derjenige, der. Kann das lesen?
König heißt auch ein Buch drüber geschrieben. Ja, genau. Ja, genau. Kann man alles über Flowtology.net. Ja, meine Bücher, Entschuldigung, ja. Haben wir eben, also, die Bücher am besten über www.les2020.de. Les2020. So, die Seite. .de. Genau. Okay, können wir eben die Legende packen. Aber also auch gemischt mit Geduld. Und jetzt ist ein Ausdruck auf mich zugekommen gestern. Zuversichtliche Unsicherheit. Ergibt Sinn, ja. Kann ich mir gerade sehr was darunter vorstellen. Ja. Also, dass wir, auch Erich Fromm hat gesagt, das ist. Das ist ja eigentlich, was jeder irgendwas ja? Die ja. Kunst jetzt mit der Unsicherheit nicht nur zu leben, sondern sie sozusagen das Ungeformte da drin zu erkennen, aus dem wir unsere, sagen wir mal, Zukunft, wir sind nun mal in dieser 3D-Ebene, entnehmen können und formen können, ohne, ich will aber jetzt und sofort, ja, genau. Eben ja, genau. Die Geduld des Gärtners, ja, der erstmal ja, genau. Ein Milieu schaffen muss, ja. In dem der Same ja, sein Optimum ja, zur Entfaltung, zur Frucht oder so bekommen kann. Also keine Revolution, weil das wünschen sich ja manche Freund von. Kräfte. Revolution auf die Straße, Bürgerkrieg. Ja. Widerstand. Damit, ne, und dann wird, was weiß ich, so ein universales Grundeinkommen eingeführt und das Zentralbankgeld ne, auf dem Handy und wird abgeschaltet. All das wird als Lösung dann angeboten. Mhm. Dass man da sagt, jeden Tag üben, wie sich das anfühlt, wenn ich mein Alltag danach gestalte, was ist heute dran, was tut mir gut, was will jetzt von mir getan werden, weil ich es tun will. Genau. Also dieses... Worauf habe ich gerade am meisten Bock? Ja. Und das ist das, was ich gerade allen Ernstes am besten kann. Ja, natürlich. Das, was ich am meisten Motivation gerade für habe. Die Pragmatiker unter uns werden natürlich sagen, hey, gut, aber das Klärwerk muss... da muss jemand drauf achten, ja, oder das Wasserwerk oder im Krankenhaus. Da werden sich garantiert 10 Freiwillige für finden. Ja. Garantiert, weil die ja auch interessiert daran sind, sauberes Wasser zu trinken. Ja, ja. Ich wollte sagen, also das darf jetzt sozusagen nicht in falsch verstanden werden, so in eine völlige Beliebigkeit. Ja, also wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus oder im Altenheim, solange es sie noch gibt, ja, ich werde nie ins Altenheim gehen, sage ich. Also nicht nee, das, was nicht. Man uns da als solches verkauft, sondern auch möglichst mit mehreren Generationen zusammen. Und wenn ich dann einfach nur da bin, dann bin ich einfach nur da. Und kann vielleicht auch, wie du Geschichten erzählen. Hey. Oder auch nur das einfach zuhören. Sehr wichtige Sachen. So, ja, ne? Ja, das, also die Geschichtenerzähler sind ja völlig verschwunden aus unserer Gesellschaft. Ja, ne? Ja, das wird alles Hollywood abgeliefert. Ja, genau. Und das wirkliche Hinhören, das Präsentsein, ich bin jetzt ganz bei dir. Das sind Geschenke, die mit Geld ja gar nicht aufzuwiegen sind. Nicht im Ansatz. Nicht im Ansatz. Und der einfach nur da ist, ich denke jetzt gerade an Momo, ja, kennst du wahrscheinlich auch, ja, die einfach nur durch ihre Präsenz, ja, durch ihre wertvoll ist, weil wir sind wertvoll, weil wir da sind, weil es uns gibt in dieser einzigartigen Ausdrucksform einer einzigartigen Symphonie gleich. Das ist unser Wert. Und trotzdem ja, gibt es bestimmte Dinge, die dann getan werden wollen, damit das Ganze sozusagen funktioniert in einer Gemeinschaft. Ja, bestimmte Dinge, da muss man sich dann auch verlassen können, dass der im Klärwerk nicht einfach sagt, ach, lass mal.
Lass mal überlaufen. Ja, aber ich sehe es tatsächlich, also ich glaube tatsächlich, dass wir sowas auch wie Klärwerke demnächst nicht mehr wirklich finden, weil es die Städte, die diese Klärwerke versorgen, nicht mehr groß geben wird. Wir werden unsere Welt eher wieder in Richtung Auenland aufbauen, wo wir kleine Seen haben oder kleine Teiche, Auffangteiche in den Hängen oder wie auch immer. Wir werden uns selber mit Wasser versorgen können. Wir werden kein städtisches Klärwerk mehr brauchen. Das ist was, was sich auch viele Leute nicht vorstellen können, die einfach noch nicht ausreichend tief in ihre Fantasien in diese Materie reingegangen sind und angefangen haben, sich Sachen vorzustellen, wie sie auch anders sein könnten. Und das ist nun mal auch einfach der Job von Visionären. Und dann halt leider aber auch das irgendwie anderen schmackhaft zu machen. Da kann man sich dann schon mal die Zähne drin ausbeißen, aber das macht es auch wieder interessant und lustig. Habe ich bisher auch immer sehr gerne gemacht. Und wenn ich merke, es zieht gerade nicht, dann mache ich einfach was anderes. So. Na, aber das sind halt, das hat auch eben mit dieser Eigenständigkeit, mit dieser Souveränität zu tun. Das ist nicht einfach nur ein Recht, was man hat. Das ist ein gelebtes Leben, ein souveränes Leben. Das ist ein Leben, das darauf basiert, dass ich meinen Scheiß selbst geregelt bekomme, ohne jemand anderen dafür belangen, vor allen Dingen jemand anderen persönlich dafür belangen zu müssen. Es passiert ständig, dass ich irgendwas nicht allein kann. Und wenn ich dann um Hilfe bitte, dann kommt auch grundsätzlich Hilfe. Wenn ich aber den um Hilfe bitte, da hat er gar keine Zeit, frage ich den um Hilfe, hat er keinen Bock. Und wenn ich einfach um Hilfe bitte, kommt Hilfe von aus Ecken, die ich gerade partout nicht erwarten würde. Und das passiert dann ständig. Und man hilft ja auch wahnsinnig gerne. Das ist es doch noch. Das ist ja die andere Seite. Wir helfen doch eigentlich alle unheimlich gerne. Haben wir nicht alle gerne lachende Menschen umeinander? Du hast eben gerade gesagt, ich bitte dann einfach um Hilfe. Und das war ja, sag ich mal, in der Vertikalen gedacht. Facebook zum Beispiel oder Instagram. Nein, ich hab jetzt tatsächlich daran gedacht, dass ich einfach sozusagen, ich weiß, was du meinst, ein Stein ins Wasser, die Welle geht nach außen, genau, ohne dass ich die Menschen sehe. Ich bitte, ich brauche jetzt Hilfe. Ja. Und ich muss es aber auch äußern. Wenn ich Hilfe aus der Materie, wenn ich Hilfe aus der geistigen Welt brauche, dann reicht es, wenn ich denke. Wenn ich Hilfe aus der materiellen Welt brauche, dann tut es Not, dass ich das Wort zuerst in die Materie einbringe, dass alle davon informiert, dass ich diese Hilfe brauche. Sonst weiß es ja keiner. Genauso wie ich brauche, dass mir jemand sagt, dass mein Verhalten gerade Schaden anrichtet, wenn ich das selber offensichtlich gar nicht mitbekomme. Wie oft habe ich Sachen gemacht, die ich selber einfach gemacht habe, da ohne mir groß Gedanken zu machen, und mir dann gesagt habe, du trittst mir damit auf den Fuß. Und nachdem mir das nicht mehr egal war, habe ich dann auch sofort bei sowas, da machst du von Schritt zurück. Ich will keinen Schaden anrichten. Das ist mein einziges Gesetz, das ich zum Leben brauche. Das ist pure Logik. Wenn ich das, was ich machen möchte, so mache, dass da keiner einen Schaden von erfährt, dass das doof finden ist was völlig anderes. Da ist mir scheißegal, ob niemand doof findet, was ich mache. Aber solange ich niemandem wirklichen Schaden zufüge durch das, was ich tue, ist kein Kläger da, der tatsächlich irgendwie und dann braucht es auch keine Richter. Und da, so komme ich eigentlich sehr, sehr gut durch das Leben als Elefant im Porzellanladen, ohne was kaputt zu machen. Das sind einfach, du kannst auch lernen, deinen Arsch so zu bewegen, dass du nicht die ganze Zeit irgendwas kaputt machst. Weißt du, was ich meine? Findest du so im Ausblick auf das Ende von dir aus noch sozusagen die Eckpunkte dieser neuen Erde, die, wie du sie dir vorstellst, nochmal zusammenfassen? Es ist eine lebenswerte Welt, die vor allen Dingen für uns alle deswegen lebenswert ist, weil wir sie erschaffen haben, und zwar
nicht gemäß irgendwelcher anderer Leute Ideen. Die kann man immer wieder zur Inspiration dazu nehmen, aber ich entscheide dann trotzdem selber, was ich mache, was ich meine Hände formen und tun lasse und das dann letztendlich zu meinem Leben. Und ich glaube, wir werden eine sehr bunte Welt werden. Wir werden, also das, was Deutschland sich da jetzt gerade bunt nennt, das ist ja eine Farce. So ein Bund braucht keiner. Das ist ja quasi lediglich ein Bund, was wieder der Spaltung dient. Aber wenn ich rede davon, wir sind wirklich bunt geworden, dann hat es ist eigentlich das ganze Jahr über Karneval, weil jeder das ganze Jahr über so rumlaufen kann, wie er will. Und heute so, morgen so, wenn ihm danach ist. Und niemand sich mehr daran stört, weil niemand mehr mit den anderen übermäßig beschäftigt ist, sondern vor allen Dingen mit sich selber. Und dann, super, dann läuft da zum Beispiel jemand rum, mit dessen Aussehen ich überhaupt nicht parat komme. Und in der neuen Welt gehe ich nicht dahin und sage dem, dass er sich bitte anders anziehen soll, sondern ich frage mich selber, was ich an der Situation ändern kann, dass ich jetzt gerade ein Problem damit habe. Ist jemand da, der tatsächlich gerade Schaden anrichtet und ich dem das nach dreimaligem Sagen immer noch nicht klar machen konnte, dann entziehe ich dem dazu die Möglichkeit, indem ich entweder dafür sorge, dass der verschwindet oder viel leichter oftmals, wenn man selber mobil und flexibel ist und frei, sich selber einfach wegzubewegen. So wie ich das gestern Abend konnte. Ich hatte gestern Abend auch wieder eine tolle Situation mit einem Energievampir, wo ich wirklich geschockt war und wirklich froh war, dass ich mir meinen Autoschlüssel nehmen konnte und einfach die Situation verlassen konnte. Was mich eigentlich am meisten geschockt hat, war, dass ich jemand anders in der Situation zurücklassen musste. Aber das war nun mal eben die Freundin von dem. Da konnte ich nicht viel machen. Wo wir den anderen so sein lassen, wie er ist, und um uns selber kümmern. Also das ist schon sehr basal. Konträr zu dem, was wir bisher gelernt haben. Aber es ist basal, ja. Es ist wirklich basal, also jedenfalls eine Basis, die... Und unspezifisch. Also es gibt ja Leute, die eine neue Welt entwerfen und dann eben mit den fliegenden Autos und also so detailliert wie möglich. Mhm. Aber das, was du sagst, ist das Unspezifische. Mhm. So wie das ein gutes Wasser, ja, ein unspezifisches, hochpotenziales Heilmittel ist, unspezifisch. Ja. Statt jetzt Detailfragen, sich mit Detailfragen, wie du sagst, wir werden gar keine Klärwerke mehr brauchen, weil wir ganz anders mit den Sachen A umgehen, beziehungsweise Wassergewinnung, Wassernutzung, anders und so weiter, statt jetzt sagen, wie können wir da noch was dran ändern und das wird dann das neue ökologische oder so, sondern basal. Also das ist tatsächlich für mich auch so ein Fastenproblem, nicht wirklich. Es gibt diese Designer, Visionäre, die Zukünfte uns präsentieren, die sehr grafisch dargestellt sind, sehr bildlich greifbar sind, die aber überhaupt nichts darüber sagen, wie man da hinkommt und wie das alles da funktionieren soll. Und ich bin quasi in der Abteilung, die dafür zuständig ist, diese Basics, die sich aber leider nicht so leicht einfach in einem Bild darstellen lassen, da muss man schon eher ein Buch darüber schreiben, eine Geschichte drumherum weben, dass das irgendwie getragen und transportiert werden kann. Aber es gehört halt alles zusammen. Aber wenn wir anfangen, unser Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen und dann zusammenzuarbeiten, dann können wir uns solche Städte bauen und da auch drin leben. Und dann werden diese Städte halt aber was völlig anderes sein, als wir das heute kennen. Da wird es keine Ghettos mehr drin geben. Es wird auch nicht, es werden eigentlich viel, viel mehr Begegnungsstätten sein als Lebensräume. Ich glaube nicht, dass demnächst noch viele Leute großartig Lust haben, ihr Leben in einer Stadt zu leben, weil wenn die mal dahinter kommen, was die Welt eigentlich noch zu bieten hat, also grandioses Beispiel ist für mich ja Berlin, selber
zweimal in Berlin quasi gestrandet und hängen geblieben, einmal über 14 Monate und gucke mir das dann natürlich auch an. Ne? Hey, das dauert nicht lange. Das dauert nicht lange, bis du völlig vergisst, dass es auch noch was anderes als Berlin gibt. Und für jemanden, der da ewig schon was anderes und dann nach Berlin kommt, ist das eine Sache. Aber für jemanden, der in Berlin wohnt und noch nie was anderes erlebt hat, also wirklich jetzt auch mal über einen längeren Zeitraum, nicht mal, ja, ich bin mal 2 Wochen auf Malle gewesen oder so, ne? Sondern wirklich mal was anderes erlebt hat, mal was anderes kennengelernt hat, für den ist das schwierig, über diesen Tellerrand der Stadt hinauszudenken, wie cool es auf dem Land sein kann. Vor allen Dingen, wenn du da dein eigenes Ding machen kannst, was du in der Stadt überhaupt gar nicht kannst. Also, ja. Wo die Kreativität, das auch mit den Händen zu sehen, was man gemeinsam geschaffen hat. Ja. Ja, und ansonsten dürfen die Menschen, die Zuschauer, gerne auch dein Buch kaufen oder eines deiner Bücher oder alle Bücher von mir aus, deine Videos anschauen, sich inspirieren lassen. Ich fand tatsächlich dieses Winzige vom Wesen her hervorragend, dass wir drauf gekommen sind mit dem Danke. Ich danke dir und als Antwort gern geschehen. Mit Vergnügen. Ja, mit Freude. Vergnügen. Danke gleichfalls, sage ich am liebsten. Ja, und dass da drin, in diesem scheinbar so unwesentlich beiläufig Gesagten, schon so viel drin ist, so viel drin ist, was es anders werden darf jetzt in dieser Welt. Aber wir brauchen Geduld, wie bei einem Gärtner, der kann, ne? Der kann ziehen an dem Ding, das bringt, das wird nicht schneller. Der kriegt den Apfel nicht schneller zu essen, der am Baum erstmal reifen muss. Auch, ne? Stundenlang könnten wir jetzt weitermachen, das wäre für YouTube jetzt jederzeit gerne wieder, viel, wenn du möchtest. Aber ich danke dir für deine Gedanken. Mhm. Ja, das wäre schön, wenn unsere Gedanken wären. Geil, ne? Stell dir mal vor, wir würden nur noch voller Dankbarkeit denken. In Dankbarkeit denken? Hm? Ja, wofür? Ich habe doch bezahlt. Alter, was das Leben in dir selber verändert. Und das ist vielleicht zum Ende jetzt einfach so der Schluss. Diese Änderungen, die kommen für jeden Einzelnen durch jede einzelne entsprechende Aktion. Wir werden Ewigkeiten auf den Tag warten können, wo das alles im Außen von alleine passiert. Vergiss es, selbst wenn es im Außen passiert, hast du es immer noch nicht gelernt, dann hast du Leute um dich herum, die es können und du hast es immer noch nicht verstanden. Bringt also nichts. Das Einzige, was bringt, ist wirklich jetzt hinzugehen und ohne auf irgendjemand anderen zu warten, anzufangen, sich mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Und wenn das in Mode gerät, dann sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Dann wird es ein exponentielles Wachstum werden. Also das heißt eben auch ganz wichtig, nicht den großen Wurf planen und dann wegen irgendwelcher Betriebsstörungen aufgeben, sondern diese wesentlichen, scheinbar kleinen Dinge jetzt zu ändern, jetzt umzuschalten, ach, da nicht für, in gern geschehen. Ja, genau. Das gibt so wahnsinnig viel, was man ändern kann. Ja. Sprache ist aufhören, Schuld zuzuweisen, sondern zu gucken, was kann ich jetzt tun, damit es mir gut tut. Und was, wenn es mir gut tut, dann ist es auch für das Ganze. Ja, und dann braucht keiner mehr vor der Haustür irgendeines anderen, wodurch automatisch die Hetze aufhören würde. Einfach nicht mehr greifen würde. Ja. Diese ganzen Schuldzuweisungen und Vorwürfe und dieses Gegeneinander automatisch damit aufhört. Weil in dem Moment, wenn zwei Leute, die sich jetzt prügeln könnten, stattdessen da sitzen und sich jeder mit sich selber beschäftigen, ist eine völlig andere Situation. Ja, oder den anderen spiegeln. So, dann können dann lassen Dritten daneben sitzen, der sich mit sich selbst beschäftigt, während die zwei sich prügeln.
Jetzt guck dir mal einfach an, wie unterschiedlich die Wahrnehmung wohl gerade aussehen muss. Also Wahrnehmung der eigenen Sprache, zum Beispiel der eigenen Handlungen, sind die Handlungen, die ich jetzt tue, wirklich aus meinem Willen sozusagen entflossen, entstanden, oder bin ich nur gehorsam irgendeiner Institution da draußen? Gehorchen, gehören ist ein und dasselbe. Wenn ich jemandem gehorche, dann gehört mein Arsch jemand anderem. Ja, und der gehört uns. Ob er groß ist oder klein, der gehört uns. Also vielen, vielen Dank, Bauchi, und bestimmt auf ein Wiedersehen, auch im richtigen Leben sozusagen, nicht nur virtuell. Würde mich also freuen. Ich hoffe, dass das jetzt deine Etikette nicht sprengt, aber standardmäßig verabschiede ich mich immer mit dem Friedensfinger, der Fried. Okay. Das ist der Fried. Okay. Das ist die Einfriedung meines Bereichs. Okay. Wird der gezeigt, bedeutet, dass du bist kurz davor, eine Grenze zu überschreiten. Überleg dir, dass du das tust. Und wenn du das nicht kapierst, dann werde ich was dafür tun, dass du das nicht kannst. Aber hier ist eine Grenze. Okay. Hm. Habe ich 10 Jahre dafür gebraucht, um zu kapieren, wofür meine Mittelfinger eigentlich da sind. Dich einzufrieden, ja. Ja, Gottfried heißt der, unter Gottes Schutz steht, also eingefriedet. Ja, also kurz vorm Götz kommt von Gottfried unter. Ja, cool. Okay, also ich werde mal dran denken. Tschüss mit F, sag ich immer. Okay, mach es gut und auf bald. Sehr gerne. Ja, ja, ihr Lieben, das war jetzt mal eine Kostprobe von Bauchi. Es lohnt sich, auf flowtology.net unterwegs zu sein. Von da aus geht es auf Les 2020 und so weiter. Und sich inspirieren zu lassen. Für heute sage ich erstmal danke, dass ihr uns eure Aufmerksamkeitsenergie geschenkt habt. Und freue mich, wenn ihr wieder eingeschaltet bei Neue Horizonte TV, und sage für heute Tschüss.